Sprach ist der Kollege Eckhard Rehberg für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stimmen heute nicht über den kommenden Wahlkampf in Griechenland oder darüber ab, ob sich Herr Tsipras eine Vertrauensfrage stellt. Wir stimmen heute über einen Antrag der Bundesregierung ab mit neuen Anlagen. Und ich finde, es verdient Respekt, was in diesem Antrag steht, was in den letzten Tagen vereinbart worden ist. Und ich gebe für mich ganz ehrlich zu, wenn ich die Wochen seit Ende Juni, Anfang Juli für mich betrachte, eine griechische Regierung hetzt das Volk auf, in einem Referendum Nein zu sagen zur Reform. Sie kriegen dafür eine Mehrheit. Aber kurz danach, und ich glaube, das waren zwei entscheidende Momente. Das war einmal, dass man die Folgen gesehen hat, Bankenschließungen, Kapitalverkehrskontrollen. Und ich widerspreche den Grünen ganz ausdrücklich in ihrem Antrag. Es war kein historischer Fehler, auch mal in einer Debatte zu beleuchten, was es für Griechenland bedeutet hätte, ein genereller Grexit oder ein zeitweiser Grexit. Es ist meine feste Überzeugung, wenn in den letzten Wochen und Monaten von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble, von der Bundesregierung insgesamt, nicht so hart verhandelt worden wäre, hätten wir nicht dieses Ergebnis heute zur Abstimmung. Das ist meine feste Überzeugung an dieser Stelle. Und lieber Kollege Wilsch, mich stört eins an der Debatte Grexit. Sie beschreiben nicht die Folgen. Griechenland bleibt in der Europäischen Union. Griechenland bleibt im Schengen-Raum. Griechenland bleibt in der NATO. Und ein Kollege hat gestern in der Arbeitsgruppe Haushalt den Vorschlag gemacht, doch mal die Konditionen, die wir mit Griechenland vereinbart haben, im dritten Hilfspaket doch mal mit Entwicklungsländern zu vereinbaren, eine Konditionierung bei Entwicklungshilfe. Das ist nämlich aus meiner Sicht, dann wäre das die Alternative auch für Griechenland gewesen. Das heißt, mich stört eins an der Debatte, dass man nur ganz einseitig Haare in der Suppe findet, Situationen beschreibt, auf der anderen Seite nicht beschreibt, wo dann dieser Weg hinführen würde. Das stört mich ganz erheblich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will mal zu den Grünen sagen, Sie sprechen davon, dass Angela Merkel, Sigmar Gabriel und Wolfgang Schäuble die Axt an die Grundwerte in Europa gelegt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Verständnis von Solidarität in Europa ist auch immer eigene Verantwortung. Mein Verständnis von Hilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und mein Verständnis von Europa ist, wenn man sich in Europa Regeln gibt, dass nicht einer die Regeln bestimmt, sondern die Regeln, die alle vereinbart haben, haben dann auch alle einzuhalten. Das ist mein Verständnis von Europa an dieser Stelle. Und hier hat die griechische Regierung einen Weg zurücklegen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer sich mal die Mühe macht, sich die Anlage 3a anzugucken, und zwar die Maßnahmen 48 bis 56. Das sind Maßnahmen, Kollege Posse nicken, das sind Maßnahmen, die jetzt unter dem Druck der Quadriga das griechische Parlament zurücknimmt. Das ist die Steueramnestie für Reiche. Das ist zum Beispiel, dass die hellenische Tourismusorganisation keine Grundstücksteuern bezahlen muss. Das sind zum Beispiel die überzogenen Subventionierungen für Kleinerwerbslandwirte, Nebenerwerbslandwirte in Griechenland. Und da musste man, liebe Kollegin Lötsch, erst Druck aufbauen, dass Syriza überhaupt das zurückgenommen hat, was sie fehlerhaft im Februar und März beschlossen haben. Das haben sie nicht alleine gemacht. Und Kollege Hofreiter, Sie sind gegen Ausgabenkürzungen. Verstehe ich nicht. Sie sind dagegen, dass in den beiden kommenden Jahren 500 Millionen Euro Militärhaushalt in Griechenland eingesperrt wird? Ich bin dafür, dass da gekürzt wird. Wo denn sonst? Wo soll denn sonst bei einer Armee von 175.000 Mann gekürzt werden? Ich bin aber auch genauso dafür, das will ich ganz klar und deutlich sagen, dass im öffentlichen Dienst die Mindestrenten eingefroren werden. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Weil diese Mindestrenten gerade im öffentlichen Dienst
Die Renten in Griechenland gehen ganz weit auseinander, und zwar die Renten im privaten Sektor zu den Klientelrenten, die über Jahre von PASOK, von ND, von wem auch immer im öffentlichen Dienst ausgereicht worden sind. Weil wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Letten, den Esten, den Litauern, den Slowenen und den Slowaken, die deutlich niedrige Mindesteinkommen, ein deutlich niedriges Sozialniveau haben. Und deswegen ist es richtig, auch bei den Klientelrenten in Griechenland einen Stopp zu sagen für die nächsten Jahre, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und meine persönliche Meinung ist, wenn man sich das Memorandum of Understanding mal in Ruhe durchliest, sind ja 58 Maßnahmen mit 200 ganz konkreten Terminen, wovon, das halte ich für sehr bemerkenswert, 4/5 heute schon zumindest im Parlament beschlossen worden sind, noch nicht umgesetzt. Und übrigens, die härteste Bewährungsprobe, die entscheidende Bewährungsprobe wird sein in den nächsten Wochen und Monaten. Deswegen stimme ich dem Kollegen Thomas Oppermann auch zu, dass es richtig ist, dass wir heute nicht über Verlängerung von Kreditlaufzeiten reden, dass wir nicht über Schuldenerleichterungen reden, ein Haircut ist überhaupt nicht möglich, sondern dass wir das erst dann in den Blick nehmen, wenn die griechische Regierung auch gezeigt hat, dass sie das, was vereinbart worden ist, nicht nur im Parlament beschließen lässt, sondern dass sie das auch administrativ umsetzt. Mir hilft es überhaupt nichts, um 30% die Mehrwertsteuern für die kleinen Inseln zu erhöhen. Das Entscheidende ist nicht dass der Beschluss im Parlament. Das Entscheidende ist, dass die Steuern auch eingenommen werden. Denn nur dann können sie in den griechischen Haushalt fließen. Das ist das, was die griechische Regierung, was Tsipras jetzt aus meiner Sicht leisten muss. Und deswegen, lieber Johannes Kahrs, dieses Hilfspaket war kein Selbstgänger. Und dieses Hilfspaket wird bis 2018 auch kein Selbstgänger sein. Ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn wir zu Beginn des kommenden Jahres, ähnlich wie nach einer gewissen Zeit bei Spanien, bei Irland, bei Portugal, bei Zypern, im Haushaltsausschuss die MOUs, die Reviews zur Kenntnis nehmen können und keine Stellungnahme abgeben, weil in dem Fall die Quadriga attestiert, dass das, was beschlossen wurde, auch umgesetzt wird in Griechenland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie das Memorandum of Understanding sich in der ganzen Breite angucken, dann ist hier die Basis gegeben worden, aus meiner Sicht, und hier hat auch die Europäische Kommission eine hohe Verantwortung, nicht nur politisch zu agieren, sondern auch echt technische Hilfe vor Ort zu leisten, in den verschiedensten Bereichen. Ist hier eine Chance gegeben, dass in Griechenland ein moderner, wettbewerbsfähiger Staat entsteht. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir ist da relativ wurscht, welche Partei am Ruder ist. Für mich ist von Interesse, dass das umgesetzt wird, was mit den europäischen Institutionen vereinbart worden ist. Denn das, was in den letzten 6, 7 Monaten gelaufen ist, Griechenland war 2010 pleite, weil sie völlig über ihre Verhältnisse gelebt haben. Sie hatten ein Haushaltsdefizit von 15%, 2010 eine Schuldenquote von 150%. Und sie waren Schritt für Schritt auf dem Weg der Besserung. Der Direktor des ESM hat das im Mai in beeindruckender Weise hier mal bei uns vorgestellt. Sie waren auf dem Weg der Besserung und auch im 3., 4. Quartal 2014 war Licht am Ende des Tunnels. Das, was danach passiert ist, und ich hoffe, dass es bei Herrn Tsipras, bin ähnlich wie du, Johannes, der Meinung, dass der unselige Finanzminister Varoufakis, dass der jetzt nur noch Motorrad fährt wegen meiner oder irgendwo in seinem Häuschen ist, das sollen wir recht sein an der Stelle. Da können die Bunden in Europa drüber schreiben, wie sie wollen, das stört mich nicht. Dass hier in Griechenland wirklich jetzt Verantwortung durch die griechische Regierung wahrgenommen wird und dass sie in erster Linie an die zurückliegenden Monate, an die zurückliegenden Wochen denken, was es heißt, dass Banken schließen müssen, dass ich Kapitalverkehrskontrollen habe. Das Entscheidende ist jetzt, dass verantwortungsvoll in Griechenland dieses Paket umgesetzt wird. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass man dann auch in Griechenland Wachstum und Beschäftigung schaffen kann. Und ein Abschlusswort, Herr Kollege Giese, ich gebe Ihnen mal wirklich einen guten Rat.
die 35 Milliarden Euro, die Griechenland aus der Europäischen Union bekommt. Entweder bezahlen sie nur 5% oder die 5% werden noch von der Europäischen Investitionsbank übernommen. Was Sie erzählt haben zu Investitionen in Griechenland, das ist der größte sachliche Unfug, den ich je im Deutschen Bundestag gehört habe. Herzlichen Dank.